Hallo, also ich habe mir jetzt gerade eben überlegt, weil ich da meine Schwinkesammlung in verschiedenen Teilen mache, dass ich den versuche heute fertig zu machen. Also ich mache den jetzt weiter mit Make-up und Puder. Und hier, ich fange an mit meinem Manhattan Soft Compact Powder in der Farbe Chocolate, also nein. Nein, nein, Gott. Ja, gekostet. Habe ich keine Ahnung mehr. Ich swatch euch das mal gerade. Nein, das sieht man jetzt nicht so richtig. Wo habe ich es gesehen? Moment, ich versuche das jetzt nochmal. Ja. Seht ihr es? So. Da ist noch ein Schwämmchen dabei. Hier in der Schublade. Sehr cool. Also hier von Clear Face Manhattan. Das irgendwie. Kann ich kein Puder behalten, bis es ganz kaputt ist. Also ich kann es nicht ganz aufbrauchen, weil es entweder runterfällt. Auf jeden Fall ist das in der Farbe 77 Natural. Ich kann euch ja mal versuchen, das zu boxen, aber wenn mir das jetzt alles rausfällt, wäre das nicht so gut. Naja. Na, sieht man auch nicht viel. Ja. Okay. Sonst habe ich kein Puder mehr. Nur noch hier flüssige Make-ups. Das 24 Stunden Super Stay in der Farbe Sand, also Nummer 30. Versuchen hier. Ob ihr es erkennen könnt, genau, ja. Da. Dann von Essence Clear and Matte Make-up. Ölfrei in der Farbe 03 Sand. Also ich finde, die sehen nicht alle gleich aus. Also das hier ist, finde ich, viel dunkler als das andere. Ich mache das mal hier. Seht ihr, es ist viel dunkler wie das andere, finde ich. Also ich finde es echt ein Tick dunkler. Dann von BB Young Care Goodbye Make-up in Hell. Ob ich da jetzt noch was rausbekomme? Das war immer meine Foundation. Ah, hier. So. Also. Das swatche ich euch jetzt hier. Seht ihr das? Ja. Ja, über eine Kappe. Dann das von Melvin Lage. Twee Matte Mousse. In. Ich weiß nicht. Also, hier 020 Cameo. Swatchen kann ich euch das. Das ist mein wirklich mein Lieblings-Mousse-Make-up. Das benutze ich auch jeden Tag. Und ihr seht, es sieht nicht so künstlich aus. Das swatche ich euch am besten hier. Oh Gott, wo ist es denn? So, jetzt muss ich mir meine Hand noch. Muss ich das entfernen? Sonst kann ich euch nichts mehr weiter zurückschicken. Ja. Dann habe ich noch von Essence Soft Touch Mousse in der Farbe 02 Matt Beige. Das kann ich auf keinen Fall benutzen, weil das auf jeden Fall zu dunkel ist. Aber wenn ich manchmal Besuch habe, die sind alle dunkler wie ich, dann passt das und ja. Da muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass ich es umsonst gekauft habe. Dann noch das gleiche in der Farbe 01 Matt Sand. Zeig ich hier. So. Dann habe ich noch die von. Ach, Foundation. Was ist denn das Ding jetzt? Also, ich habe hier alles rumliegen. Was heißt rum? Oh Gott. Hier. Den Isle of Stage, die Lidschattenbase. Aber ich benutze das auch manchmal einfach so viel auf die Augen zu machen. Weil ich finde, dann werden die Augen wirken die heller. Das ist ein kleiner Applikator. Und ja, das würde ich auch mal hier, wenn ihr es sehen könnt. Da. So.
Ja, das war's, das mit dem Make-up. Oder ich mache jetzt einfach noch das Rouge dazu. Das von Essence Moody Color Blush in der Farbe 10. How cute is that? Das ist, wie soll ich erklären? Das ist so alles so. Und dann geht man halt mit dem Pinsel so durch. Und dann, ich finde es eigentlich ganz gut. Ja, also mir gefällt das. Und ja. So, gleich mache ich mein nächstes Video. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Tschüss.